Hey Leute, Jeff am Start, heute zu einem neuen YouTube-Video, und zwar heute sind wir am Technikmuseum in Speyer zum Pratzeltag. Also heute erwartet uns sehr, sehr viel. Ich würde sagen, wir starten zu einem neuen YouTube-Vlog und let's go. So, wir sind angekommen am Pratzeltag. Was geht ab? Moin, wir gehen auf den Pratzeltag. Genau, und ja, guckt euch das mal an, Leute. Geil. Genau, Leute, Museumseingang, wir sind da, wir gehen jetzt rein. Ich melde mich gleich wieder, let's go. So Leute, wir sind jetzt am Pratzeltag. Moin. Was geht ab? Ja, wir sind drin, wir haben unsere Tickets gezeigt, jetzt sind wir drin. Jetzt gehen wir schnell, weil der Schulbus fährt nämlich jetzt gleich mit Düsenantrieb. Und da wollen wir hin und deswegen werden wir uns das jetzt mal angucken. Let's go, Vollgas. So Leute, da ist die 747 von Lufthansa. Ja, mega geiles Ding. Ja Leute, 747, geil. Leute, guckt euch das mal an, Alter. Wie geil. Geil, Leute. Und es sind mehrere Rennwagen. Wenn da einer nicht ist. Leute, was sind das für kranke Karren? Was ist das? Die sind sogar beide von gleichen Designern. Ne? Geil. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Geil. Das ist irre, Leute, das ist echt irre. Da geht es nicht mehr nur um den Oldtimer, da geht es einfach um schnelle Autos, die einfach nur Freude bereiten, Spaß machen und schnell sind. Ja Leute, da haben wir das U-Boot. Da ist der Simon. Moin. Was geht ab? Ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Pratzeltag. Genau, auf dem Seenotkreuzer John T. Esberger. Und ja, in einer halben Stunde ungefähr geht es wieder weiter. Da ist die Boeing, da ist die Antonov. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall auch noch überall drauf. Das kommt alles noch, Leute. Ich weiß nicht, wie lang dieser Vlog hier geht. Aber ich sehe schon kommen, je nachdem wie viel ich filme, dass ich zwei Teile hier draus machen muss. Muss ich gucken, Leute. Je nachdem muss ich spontan entscheiden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Boot hier noch genauer an, Leute. Und von der Boeing 747, denke ich, wird man hier auf meinem Kanal hier am meisten von sehen. Weil es ist mein Lieblingsflugzeug und deswegen seht ihr davon am meisten. Aber am allermeisten seht ihr, denke ich, von den Autos, die hier rumgefahren sind, sind eben auch schon welche rumgefahren. Und ja, Leute, ganz geil auch hier das Polizeiauto da unten. Das ist hammergeil. Und ja, let's go. So Leute, angekommen hier oben. Oh, jawohl. Geil. Guckt euch das mal an hier, ey. Mega. Wahnsinn, ne? Geil, oder? Ey, was geht ab? Moin. Oh, wieder. Da ist das Kelly Family Boot. Hier fahren die Autos rum. Und hier steht alles voller Autos. Da hinten waren wir noch gar nicht. Da müssen wir noch hin, ey. Mega fett. Vorne noch gar nicht, bei den ganzen Ständen, die hier vorne sind. Genau, da waren wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch hin. Hier ist noch eine Bühne. Da hinten ist irgendwo noch eine Bühne. Hier ist eine Bühne. Schon hin, der Mercedes. Ja, ja. Und den grünen Porsche da hinten. Ja, voll. Boah, Digga, das wird heftig heute. Da hinten ist noch der Flughafen, Flugplatz von Speyer und ja. Ja, wir sind gerade im U-Boot. Ey, komm mal. Geil. Komm mal, ich war 8 da. Ich war 8 da. Mega. Guck dir das mal an, ey. Selfie. Alter. Ja, nicht schlecht, ne? Voll geil, ey, wirklich. Ja, so sieht das aus. Wir sind in dem echten U-Boot. Genau, U9, was geht ab? Ja, voll krass hier alles, ne? Ja, ich habe hier echt Angst, dass ich mir den Kopf stoße, weil hier ist alles sehr, sehr eng. Ich bin der Captain. Voll geil, ey. Boah, Leute, guckt euch das mal an, ey. Guckt euch das mal an, ey. Boah, Leute, guckt euch das mal an, ja. Geil, Mann.
So Leute, da hinten sieht ein Motorradfahrer Wheelie. Boah, krass, Alter. Krass. Ja, warte, er zieht jetzt genau mal den Wheelie. Und. Boah, krass. Ah, warte, vielleicht kommt das gleich noch. Doch, jetzt, warte. Oh, jetzt macht er auch schon was Geiles. Boah, krass. Boah, jo. Nee, geht nicht. Aber die Bildqualität wird auch immer schlechter. Der geht durch. Geil. Boah, jetzt aber. Krass, Digga, krass. So Leute, bitte guckt mal. Was geht ab, Simon? Ja, genau. Geil. So Leute, guckt euch mal diesen Schulbus hier an. Wie geil der aussieht. Schön die Pappfrau, die du als Beifahrer holst. Ja, habe ich schon gesehen. Geil. Sehr geil. Das ist so ein Raketenantrieb, Leute. Das sieht man hier hinten. Bäm. Ja Leute, wir haben uns hier eine coole Kappe gekauft. Wir haben Bud Spencer Double getroffen. Moin. Wir waren in der Transall im Cockpit. War mega geil jetzt hier das Video mit dem Mustang. Das war geisteskrank laut gerade. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Aber Leute, es war richtig, richtig laut. Ich habe sowas Lautes noch nie erlebt. Und richtig, richtig geil. Jetzt wollen wir mal was essen gehen. Und mal gucken. Wir melden uns die Boeing 747. Ja, da würde ich nur sagen, wir melden uns später, ne? Genau, wir melden uns später. Let's go, Leute. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir am Space Shuttle angekommen. Ja, genau. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und mega, mega krass. Hier haben wir ein Cockpit von dem Space Shuttle, Leute. Und ja, geil. Brutal. So Leute, hier haben wir einen originalen Mondstein. Ja, das ist ein echter. Ja genau, und hier haben wir nun so eine, ich weiß nicht genau, wie man das hier nennt. Aber das ist jetzt kein echter, sondern das ist vom Transformer 3. Ja, und ja, schon cool. Genau, hier kann man auch nochmal lesen. Und ja. So Leute, wir essen jetzt hier irgendwas Oriette mit Bolognese, keine Ahnung wie das heißt. Was geht ab? Ja, wir essen das jetzt und ja, dann geht's gleich wieder weiter, ne? Jawohl, Leute. So sieht's aus. So Leute, guckt euch das mal an. Was geht ab? Wir haben die Mustang-Kappe hier, mega geil. Ja, total geil, ja. Und hier geht's ganz, ganz tief runter und hinter mir ist die Boeing 747, also über mir eigentlich schon fast. Und wir haben da hinten ein Bud Spencer Double getroffen, Leute. Das Bild seht ihr jetzt eingeblendet und einfach, Leute, mega, mega geil. Fett, Bud Spencer getroffen. Ja, ne, dieses Double und das war so geil, der war so sympathisch. Also mega fett, Leute, mega, mega fett. Also der Tag hier heute wird unvergessen auf jeden Fall. Und er ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, denn wir gehen jetzt in die 747. Let's go. Ja, Leute, hier ist der Eingang, der 747. Da ist der Mund. Ja, hier in der Küche. Und hast du Gefühl, du fliegst, ne? Ja, echt, das Gefühl, als du fliegst. Guck mal, hier sind ein paar Mitglieder, ne? Hier haben sie alles so ein bisschen mehr ausgebaut. Guck mal, ne? Krass, ey. Mega. Guck, du guckst doch. Krass. Ja, Leute, raus aus der 747 eigentlich.
und rauf auf den Flügel. Rein in den Flügel. Da rauf auf den Flügel. Mega Aussicht. Und geil, oder? Oh, geil. Wetter passt auch. 24 Grad, gell? Glaube ich. Ja, aber 24 Grad heute Morgen. Ja, 24. Haben Sie sogar Sinn, dass jetzt 25 oder 26 sind? Ist mal gar nicht. Ja. Die Aussicht ist der Hammer, ne? Geil. Mega. Boah, da starten Sie schon nochmal. Da geht schon nochmal was los, Leute. So, Leute. Hier war die First Class. Ganz hier vorne an der Nase. Ganz geil. Das war hier eine, wie man hier sieht, eine Boeing 747-200 von der Lufthansa. Und ja, hier ist aber noch so ein kleiner Plan. Und hier war die First Class. Genau. Ja. So sieht das Ganze aus. Mega, mega schön. Kann man sogar aus dem Fenster rausgucken. Mega. Also Leute, ich empfehle euch Pratzeltag. Da müsst ihr unbedingt hin. Nee. Gehen wir jetzt hoch? Ja. Sicher doch. Im Film. Ja, ich bin noch im Film. Ach so. Ah, nee. Sorry Leute, oben war die First Class und hier war die Business Class. Bei der neuen 747 ist die First Class hier unten. Gut, kann man ja mal verwechseln. Ja, sorry Leute, also Egal. Nehmen wir jetzt die First Class, da filmen wir ja auch noch. Genau, so, hoch zur First Class. Boah, Leck, ist schwer hochzugehen, ne? 2020 war hier oben geschlossen, ne, wegen Corona. Weil hier oben halt enger Raum ist. Genau Leute, First Class haben wir hier. Business Class war unten an der Nase. Man kann sich auch mal vertun, ne? Und die Sauna hat man gratis dazu bekommen. Genau. So Leute, Cockpit. Das ist das Cockpit der Boeing 747-200 von der Lufthansa. Hier war noch ein oberer Notausgang. Den sieht man jetzt aber hier schlecht. Und ja, cool. Mega, oder? Hey, die kommen noch. Jawohl! Fort! Jo, was geht ab? Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt hier am Hauptbahnhof und da kommt unser Zug auch schon, unser ICE. Ja, da kommt er. Let's go, Leute. Ich würde sagen, damit fahren wir jetzt und Vollgas. Let's go, Leute. So, Leute, was geht ab? Wir sitzen jetzt im ICE, Leute. Und was geht ab? Naja, das muss Decklos gefunden, ne? Ja. Mega cool, Leute. Deine erste Fahrt mit einem ICE, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir sitzen ganz, ganz hinten. Und ja, genau, ich bin echt oder gespannt. Oder vorne, je nachdem, wie man es sehen ja, will. Ja, je nachdem. Aber wir fahren, wir sind halt ganz nach hinten. Also, deswegen. Ja, deswegen. Ja. Ist ganz cool, Leute. Also, ich bin echt gehypt. Bin gespannt. So, Leute, das ist ein richtig geiler Service. Hier ist einfach jemand vorbeigekommen und hat gefragt, was sie trinken wollen. Wir haben Cola bestellt. Mit Becher. Also, saugeil, Leute. Und was sagst du dazu? Zu was denn? Das von der Cola-Kratzer für 3,50 Euro. Ja, also schon wieder, ne? Die paar Tage davor, wo ich im Hotel war, nicht 8,50 für eine Cola bezahlt. Die zocken uns alle hey ab. Naja, aber Leute, ist irgendwie ein Glas? Aber mit so einem Plastikverschluss, das habe ich noch nie gesehen. Hast du schon mal gesehen? Ja. Echt krass. Vor 2 Tagen im Hotel. Aber Leute, ohne Scheiß, hier diese Armlehne, die ist aus Leder. Das ist saugemütlich, hier seinen Arm anzulehnen. Wirklich. Geil, Leute. Wirklich. Mega. So, Leute, ich war jetzt gerade auf Toilette und guckt euch das hier mal an, was das hier für ein geiles Display ist. Leute, wie geil sieht das hier aus, Leute.
mega. Ich habe ja auch einen Zugsimulator und da gibt es auch einen ICE. Und das sieht eigentlich 1:1 aus wie jetzt hier. Vor allen Dingen, was ich auch gut finde, sind die Toiletten. Das sind halt so Türen, die man halt so von Hand selber aufmacht und selber zusperrt, wie man halt von daheim gewohnt ist. Das sind jetzt keine so Türen, die mechanisch auf und zu gehen, weil das hasse ich nämlich. Ich traue dieser Technik nämlich irgendwie nie. Habe immer Angst, dass ich im Klo stecken bleibe oder so. Aber ja, Leute, mega, mega geil. Guckt euch das mal an, wie geil das ist. Fett. Genau, Leute, wir fahren jetzt nach Saarbrücken. Ja, cool, cool, Leute. So, Leute, wir sind jetzt gleich in Saarbrücken angekommen. Und ja, es war ein mega, mega geiler Tag, Leute. Ich empfehle euch alle mal zum Pratzeltag, zum Technikmuseum, zum Speyer, nach Speyer zu kommen. Kommt hin, Leute. Mega, mega geil. Lohnt sich. Es war sehr, sehr krass, Leute. Und ja, an der Stelle würde ich den heutigen Vlog auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst gerne ein Like da, abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich an der Stelle sehr, sehr freuen. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.